Die Sonne ist eine fast unerschöpfliche Energiequelle. Sie liefert uns in einer Stunde so viel Energie, wie pro Jahr von der gesamten Erdbevölkerung verbraucht wird. Die Solarstromernte ist in Österreich aufgrund des hohen Anteils diffuser Strahlung auch an bedeckten Tagen ertragreich. Die Montage einer Anlage ist einfach. Es gibt so unterschiedlichste Anwendungen. Einmal bin ich beim Neubau dabei und plane schon meine Photovoltaikanlage. Und ein anderes Mal hat der Häuselbauer wieder gespart und kann sich nach 5 bis 10 Jahren eine nachträgliche Montage leisten. Wie geht's ihr davor? Grundsätzlich brauchen wir keinen Dachdecker. Wenn wir auf bestehenden Dächern montieren, gibt es Systeme für jede Eindeckung. Ja, ob das jetzt hier ein Ziegeldach ist mit den Dachhaken oder ein Präferdach, ein Trapezblechdach, ein Falzdach. Blechfalzdach oder ein Veletanit oder Schindeln. Es gibt für jede Situation ein Montageset. Da ist auch gewährleistet, dass dann dein Dach auch die Gewährleistung vom Dachhersteller hat. Aber nicht jedes Dach ist geeignet. Idealerweise zeigt das Dach genau Richtung Süden, wobei Abweichungen von bis zu 45 Grad in westlicher und östlicher Richtung noch wirtschaftlich sind. Wenn das natürlich im Neubaubereich ist, ist es sinnvoll, uns von Anbeginn an mit einzubinden. Dann koordinieren wir das mit dem Dachdecker oder mit dem Spengler und können dann entsprechend schon Vorbereitungen treffen. Photovoltaikanlagen mögen keine hohen Temperaturen. Es ist pro 1 Grad Temperaturerhöhung mit rund 0,5% Leistungsverlust zu rechnen. Deswegen sollen die Module mit Hinterlüftung vom Dach distanziert montiert werden. Hier ist ganz besonders zu berücksichtigen, dass natürlich die Dichtheit gegeben ist, dauerhaft. Und die Sturmsicherung ist ein ganz, ganz großes Thema. Unter Umständen muss in die Konstruktion hinein befestigt werden. Sonst fliegt mir im wahrsten Sinne des Wortes das Blech weg. Neben dem Fahrradfahren, derzeit die umweltfreundlichste Art der Fortbewegung, ist das Fahren mit Strom vom eigenen Dach. Abhängig von den Energieverbrauchern eines Haushaltes sollte die Anlagengröße definiert werden. Wie viel brauche ich dann für ein Einfamilienhaus mit einem Elektroauto? Was muss ich rechnen? Wie viel Kilowatt Peak oder wie viele Module? Im Durchschnitt benötigen wir für ein Einfamilienhaus 5 kW Peak. Wenn man jetzt elektrisch mobil ist, würde ich die Anlage auf 7 bis 8 Kilowatt Peak auslegen. Je nach Größe der Photovoltaikanlage besteht nur eine Anzeigepflicht bei der Behörde. Es können aber auch bundeslandabhängig Genehmigungspflichten anfallen. Die Bestimmungen sind leider noch unterschiedlich. Da man für den Strombezug immer mehr zahlen muss, als man für zurückgespeisten Strom bekommt, kann ein Stromspeicher eine sinnvolle Investition sein. Die Montage am Dach sollte in jedem Fall dauerhaft sturmsicher erfolgen, um keine Schäden zu riskieren. Die Wahl einer professionellen Montagefirma ist aber auch im Hinblick auf die Elektroinstallationen im Innenraum wichtig. Und das heißt, im Brandfall sollte die Leitung irgendwo durchbrennen und es wird weiter von oben Strom produziert. Der Feuerwehrmann löscht oder greift es hier an, ist Lebensgefahr gegeben. Hier sehen wir das schön, wir haben hier eine Metallschale, die ist auch gleichzeitig geerdet. Das heißt, wenn es hier brennt und die Isolierung schmilzt durch, löst es hier quasi einen Kurzschluss aus. Anlage fast fertig, wie fühlt man sie jetzt? Ja, super. Ich finde es echt super. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie viel wir selber produzieren und auch selber verbrauchen. Und ja, die Sonne ist der persönliche Energieträger und jetzt halt auch der Energiebringer für unser Haus. Auch wenn erstmal die Sonne scheint, am Ende darf auch auf den Schneeschutz unter den Modulen nicht vergessen werden.